Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellmann Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Produktvorstellung. Heute kleines ganz groß, unsere erste Hornby-Lok, eine kleine knuffige Rangier-Lok, die werden wir uns gleich sehr genau anschauen. Es ist die 48DS, es ist ein englisches Modell, Premiere also auch von daher. Ihr kennt es, den Ablauf des Videos brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Für die, die jetzt zum ersten Mal einschalten, mache ich es trotzdem. Gleich kommt ein wenig zum originalen Vorbild. Dann folgt natürlich unser kleines Modell hier direkt vor mir. Dann schauen wir uns das Modell natürlich auch in der freien Wildbahn an, wie es fährt. Dann gibt es zum Schluss noch ein Fazit meinerseits. Und dann haben wir es auch schon geschafft und dann sind wir am Ende des Videos. Da sind wir aber jetzt noch nicht. Jetzt geht es erstmal los mit dem Original. Ja, starten wir also mit der doch sehr langen und sehr breit gefächerten Geschichte dieser kleinen Lok. Die Firma, die diese Lok auf die Gleise gestellt hatte, heißt Ruston und Hornsby. Es ist ein Industrieausrüstungshersteller zur damaligen Zeit gewesen, mit Sitz in Lincoln, England. 1918 wurde diese Firma gegründet und man kann sich vorstellen, zur damaligen Zeit gab es nicht wirklich sehr viele Firmen, die die Industrie mit nötigen Equipment ausgestattet hatte, wie zum Beispiel kleinen Rangierlokomotiven, Gasturbinen oder Dieselmotoren etc. etc. Die Firma hat sich, wie gesagt, damals darauf spezialisiert. Aus diesen ganzen Sachen sind dann unter anderem diese Lok auch hervorgegangen. Die Lok bzw. die Firma hat aber auch noch sehr viel anderes gemacht. Zum Beispiel auch Diesellokomotiven normaler Spurweite wie auch Schmalspur, also sprich Meterspur. Dampfschaufeln sowie Autos, Dampflokomotiven, wie wir jetzt hier gerade sehen, sowie eine Reihe von Verbrennungsmotoren und später sogar Gasturbinen. Also da hat man wirklich auch die Entwicklung in der Firma mitgemacht und dann auch wirklich alles produziert, was damals Rang und Namen hatte. Heute, man höre und staune, ist es eine Tochtergesellschaft von Siemens. Ein wenig speziell zu dieser Lok habe ich auch gefunden. Und zwar haben wir hier die R&H-Lok, also die Ruston Hornsby-Lok mit der Nummer 45 89 57, und die verließ Boltham am 6. Juli 1961 und war eine der letzten 10 gebauten Loks dieser Reihe. Sie wurde von John Deaver und Söhne für die Verwendung in ihrer Brennerei gekauft, also sprich ein reiner Werksverkehr. Das sieht man der Lok, muss ich auch gestehen, an. Es gibt natürlich Loks, die Werkslok zwar auch genannt werden, allerdings halt auch raus auf die freie Strecke fahren können und woanders hinfahren können etc. Das konnte diese Lok halt nicht. Es war eine reine Werkslokomotive. Das sieht man auch grob an der Ausstattung. Also wir haben nur hier oben ein kleines Licht angedeutet. Es ist kein Spitzenlicht vorhanden etc. etc. Wobei man natürlich auch sagen muss, zur damaligen Zeit war das noch nicht so prägnant wichtig, ein Spitzenlicht, ein Schlusslicht zu haben etc. Also insofern bin ich mir da jetzt auch etwas unsicher, aber das, was ich rausgefunden habe, lässt darauf schließen, dass es eine reine Werkslokomotive war, die dafür verantwortlich war, mit Flachwagen oder mit anderen Kesselwagen halt im Werk die Waren von A nach B zu transportieren. Diese Brennerei wurde 1994 geschlossen, also doch gar nicht mal so lange her. Und dann ist es sehr interessant, nach meinem Kenntnisstand ist die Lok dann umbeheimatet worden und arbeitet derzeit an der, jetzt haltet euch fest, Bridge of Dunes Station der Caledonian Railway als Deaver Highlander. Schwierige Wort, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber es ist wirklich sehr interessant, dass diese Lok tatsächlich heute noch, ich denke mal, dass sie es tatsächlich wirklich noch ist, heute noch arbeitet und da kann man, denke ich mal, ganz schön stolz drauf sein, wenn man so eine knuffige kleine Lok bei sich im Werk fahren hat. Ja, das war's schon zum Original. Viel, wie gesagt, habe ich nicht rausgefunden. Hoffen wir mal, dass sie heute noch im Betrieb ist und schauen uns jetzt das kleine Modell in 1:76 an. Ja, wie gerade schon gesagt, Maßstab 1:76. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich aufhorchen, wieso nicht 1:87? Ja, das ist ein englisches Modell. In England gilt die Spur 00 und da gibt es halt den Maßstab 1:76.
1:76, aber keine Sorge, wie man hier auch unschwer erkennen kann, ich habe die Lok mit dem Wagen hier auf ein herkömmliches Rocco-Geoline-Gleis gestellt und es ist überhaupt kein Problem, sie fährt astrein. Die Spurweite unten ist exakt 1:87, sprich H0, unsere Spurweite H0, aber die Lok an sich ist 1:76 und damit auch etwas größer als unsere, weil unsere sind 1:87. Es ist, wie gesagt, von der Firma Hornby. Es ist ein Modell aus dem Jahre 2018. Wir haben hier etwas ganz Besonderes. Wir haben eine Lok hier vorne, wo der Motor drin verbaut ist. Und wir haben einen Wagen, der dazu geliefert wird, einen Niederbordwagen. Und das Besondere hierbei ist, die Lok nimmt auch vom Wagen Strom ab. Das hat man deswegen gemacht, weil man hier vorne relativ kleine, sehr nah beieinander stehende zwei Achsen nur hat. Und man kann sich vorstellen, dreckiges Gleis oder lange nicht mehr drauf gefahren. Da verschwindet sehr schnell die Stromzufuhr und deswegen hat man sich gedacht, man nimmt hinten mit einem etwas größeren Abstand zur Lok halt auch nochmal von der ersten Achse vom Wagen Strom ab und führt es dann hier an der starren Kupplung vorne zum Motor, sodass der Motor einmal über die Achsen von der Lok und auch einmal vom Wagen mit Strom versorgt wird. Wir haben hier einen dreipoligen Motor drin, auch mit einer digitalen Schnittstelle. Diese digitale Schnittstelle kann einen sechspoligen Nanodecoder aufnehmen. So hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, diese Lok im digitalen Betrieb fahren zu lassen. Wir hier haben jetzt es analog belassen, das heißt, hier ist kein Decoder verbaut. Das heißt, gleich die Fahraufnahmen werden auch auf einer speziellen Teststrecke stattfinden, wo wir dann diese Lok im analogen Modus fahren lassen werden. Ansonsten, was gibt es sonst noch drüber zu erzählen? Wir haben die Verbindung zwischen Lok und Wagen. Es ist eine starre Kupplung. Aber wir haben hier auch eine NEM-Kupplung nach 362. Aber wir haben, das sieht man hier hinten ganz schön, englische Hakenkupplungen. Das heißt, wir haben keine normalen Bügelkupplungen, wie wir hier in Deutschland kennen, sondern diese englischen Hakenkupplungen. Die sehen im Prinzip fast genauso aus wie die Bügelkupplungen, nur dass man halt unten diesen Bügel hat und obendrauf dann praktisch diesen Haken, woher dann halt auch der Name kommt. Das sieht aus wie so ein Papageienschnabel, der dann so runter flutscht und dann damit die Verbindung herstellt. Funktionieren auch relativ gut. Die dabei gelieferten Hakenkupplungen, die ich hier in der Hand habe, die haben natürlich dann halt auch die Aufnahme für unseren ganz normalen Normschacht, den wir hier in Deutschland auch kennen. Mit dabei ist, das sieht man jetzt hier zwar nicht so gut, ich versuche gleich ein paar Nahaufnahmen zu machen, es ist hier vorne eine kleine Kunststoffabdeckung und das hat Folgendes zur Relevantness. Wir haben hier hinten die starre Kupplung, die mit der Lok hier verbunden ist. Wenn man den Wagen nicht haben möchte und die Lok alleine fahren lassen möchte, kann man den Wagen rausziehen und das Loch, was dann da ist, kann man mit der beigelieferten Abdeckung dann schließen, sodass man den sogenannten Vitrinenmodus herstellen kann, dass das praktisch komplett geschlossen ist. Das gleiche kann man hier vorne auch an der Lok machen. Hier vorne hat sie nämlich auch so eine Abdeckung, die bereits gesteckt ist. Wenn man die entfernt, hat man hier vorne die Möglichkeit, eine weitere Kupplung reinzustecken und kann dann sozusagen halt auch mit der Lok Waggons schieben oder die Lok irgendwo in die Mitte nehmen und davor und dahinter Waggons laufen lassen. Finde ich eine feine Sache. Man kann hier, das finde ich auch ganz schön, durch die Lok durchgucken. Das heißt, man hat sich darauf auch konzentriert, den Führerstand freizulassen. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, einen Lokführer reinzusetzen. Um das zu tun, muss man natürlich das Gehäuse öffnen. Dazu legen wir die Lok mal auf Seite und haben dann hier jeweils zwei vorne, zwei hinten, vier Schrauben, die wir relativ einfach lösen können. Das sind Kreuzschrauben. Und dann kann man das gesamte Gehäuse nach oben abnehmen. Man hat dann den vorne liegenden Motor frei zur Verfügung, wo man dann halt seinen Decoder einstecken kann. Und natürlich dann hier den Führerstand, wo man dann den Lokführer reinsetzen kann. Ja, setzen wir die Lok schnell wieder aufs Gleis, denn da gehört sie hin. Was die Lok leider nicht hat, egal ob analog oder digital, sie hat kein Licht, weder vorne noch hinten. Das sagte ich ja auch gerade eben beim Original, dass diese Lok im Prinzip nur als Modell hier oben eingefügt, praktisch nur ein Licht hat. Damit ist man damals im Werk halt nur hin und her gefahren und ist damit nicht auf die freie Strecke gefahren. Ja, was ist mit dabei? Wir haben hier eben schon gesagt, die Hakenkupplungen sind mit dabei. Dann haben wir eine Anleitung, wo auch nochmal, ich öffne das jetzt mal, die Pflegehinweise nochmal drin sehen. Das heißt, wir haben hier einmal die Informationen, wie wir das Gehäuse öffnen können. Wir haben hier oben die Pflegeanleitungen, wo man im Prinzip ölen muss etc. Man hat hier vorne dann auch nochmal bebildert, wie man vorne die Kupplung
reinsteckt, das heißt erst die Abdeckung abmachen und dann die Kupplung einsteckt oder dann halt hier, wenn man das Gehäuse abgenommen hat, wo man dann hier mit der sechspoligen Schnittstelle dann den Decoder stecken kann. Hinten sind auch nochmal ein paar Sicherheitshinweise, ich denke mal, die muss ich euch jetzt nicht erklären. Und dann liegt auch nochmal ein kleiner Zettel dabei, wo man auch nochmal sieht, wo man die elektrischen Kupplungen bzw. die elektrischen Leitungen vorne und hinten stecken kann, sodass man halt auch einen Wagen schieben kann und auch von dem davor schiebenden Wagen dann auch nochmal Strom abnehmen kann. Der Wagen an sich, wie gesagt, da ist kein Zubehör mit bei, das heißt, hier sind keine Rungen, kein nichts mit bei, sondern nur der nackte Wagen, der wie gesagt mit dieser starren Kupplung mit der Lok verbunden ist und dann hier vorne von der ersten Achse Strom abnimmt. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, für den digitalen Betrieb ist sie vorbereitet, sie ist 55 mm lang, die Lok. Dann haben wir hier die Lok, die ist von John Deere und Söhne in der Lackierung rot-weiß. Es ist die Lok mit der Typenbezeichnung 48DS. Designer ist Ruston und Hornsby, wie ja eben schon gehört. Das Geburtsjahr dieser Lok ist 1961 und der Mindestradius, man höre und staune, von dieser Lok ist tatsächlich R1. Also damit kann man wirklich die abenteuerlichsten Radien fahren. Einen dreipoligen Motor, der wie gesagt mit einer digitalen Schnittstelle nach NEM 651 ausgestattet ist. Viele Informationen, jetzt wollen wir sie aber auch natürlich fahren sehen und da, wie eben schon gesagt, gehen wir jetzt auf unseren Testkurs, da aber auch die Information, es ist ein reiner Analogbetrieb, das heißt, wir haben hier keinen digitalen Decoder verbaut, insofern nur, dass ihr es wisst und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Das war die kleine, aber süße Lok 48DS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollten Fragen eurerseits offen sein, wie immer könnt ihr natürlich folgende Möglichkeit nutzen. Unten in die Kommentare schreiben oder direkt eine E-Mail an uns, Modellbahn Union. Und dann werden wir uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Wollt ihr die Lok haben? Auch kein Problem. Einfach in unseren Webshop gehen und da einfach 48DS eingeben. Die Lok gibt es einmal in unserer Farblackierung, wie wir sie jetzt hier haben, in Rot, Weiß und auch in Grün. Beide sind mit dem dazugehörigen Niederbordwagen ausgestattet und haben auch beide eine digitale Schnittstelle, sodass man beide für die digitale Strecke problemlos nachrüsten kann. Das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.